Frau Elisabeth Sobotka, Sie sind die Intendantin der Bregenzer Festspiele. Warum glauben Sie, ist Carmen schon jetzt beim Vorabverkauf so ein Renner bei den Leuten? Einerseits sind die Bregenzer Festspiele eine Marke, wo sich Gott sei Dank das Publikum auch darauf verlässt, dass es hier wirklich Spitzenqualität geboten wird. Andererseits ist Carmen einer der populärsten Operntitel und auch eine der wirklich spannendsten und großartigsten Opern der Literatur. Und es wurde schon ein bisschen was über das gesamte Bühnenbild verraten, dass es jetzt zwei Hände gibt. Und aufgrund der Lautsprecher, können Sie schon sagen, wird da viel gesungen oder wie kann man sich das vorstellen? Die Lautsprecher sind einerseits für die Sänger, andererseits natürlich auch für das Orchester. Und es wird ein sehr lebendiger Abend. Die Hände werden bespielt, wenn es gibt natürlich noch mehr als die Hände, was wir nicht verraten. Und es wird ein, glaube ich, rundum spannender Opernabend. Würden Sie sagen, dass das Stück Carmen perfekt für die Festspielbühne hier in Bregenz geeignet ist? Absolut. Carmen schon als Theaterstück und Oper an sich vereinigt alle Themen, die Menschen bewegt. Liebe, Glück, Schicksal, Outcasts. Es ist wirklich ein gesamter Kosmos an menschlichen Gefühlen, Emotionen und Begegnungen, Begebenheiten. Und andererseits ist die Musik so großartig und so auch einerseits spannend, andererseits durch den spanischen Lokalkolorit auch wirklich südlich, passt wahnsinnig gut zu einem Sommerabend und die Dramatik wird das Publikum auch auf der Seebühne erreichen und mitreißen. Susanne Böhm, Sie sind ja die Ausstattungsleiterin hier bei den Bregenzer Festspielen. Können Sie nochmal erklären, was genau ist Ihre Aufgabe? Ja, also Ausstattungsleitung, ich sag's gerne auch, das wäre beim Film das Art Department. Dann hat man schon mal eine bessere Idee, worum es geht. Also Kunst, das heißt der visuelle Aspekt, alles, was die Oberflächen darstellt, was Farben betrifft, das ist von mir mit zu entscheiden, also gemeinsam mit unserem Bildhauer und Maler. Und dann ganz stark die Schnittstelle zur Technik, weil es eben so ist, es kommt ein Entwurf und dann gibt's tausend Probleme zu lösen, ja, in der Umsetzung. Und da muss ich immer mit dabei sein. Und dadurch, dass ich schon sehr, sehr lange hier mit dabei bin, ist es, und die Hierarchien sehr flach sind, ist es wunderbarerweise so, dass ich auch voll in den Prozessen mit drin bin. Also auch die technischen Ideen, da gebe ich meinen Input auch mit, der im besten Fall auch mal zu einer Lösung führt. Und da hilft halt auch das, dass ich aus dem künstlerischen Bereich bin. Da ist man manchmal mehr der Querdenker. Ja. Und jetzt vielleicht gerade, wenn man sich die Hände anschaut, was war da für Sie vielleicht bis jetzt die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung bei den Händen ist es, dass es menschliche Körperteile sind. Und da ist es jetzt anders, wenn man sich vorstellt, es wäre zum Beispiel ein Buch, dann ist es eine sehr simple Form. Oder ein Boot, dann kann man sich da eine 1:1 Vorlage nehmen. Bei einer Hand ist es irgendwie anders, weil jede Hand eine individuelle Hand ist. Und genauso kritisch sieht man das dann auch. Also wir sowieso, aber auch der Zuschauer, wenn die irgendwo nicht perfekt ist in der Proportion, irgendwas nicht ganz richtig, dann spürst du das als Zuschauer, auch wenn du nicht so tief in der Materie drin steckst. Herr Schulze, Sie sind der Kascheur jetzt. Was war die Schwierigkeit jetzt beim Erstellen dieser Hand? Die Größe. Und wenn man sich jetzt das anschaut, wie groß ist diese Hand und wie schwer ist sie? Wenn die Hand dann zusammengebaut ist, das heißt, die Hand auf dem Unterarm steht, hat sie dann, glaube ich, am See eine Höhe von 17 Meter. Und ein Gewicht von etwa 20 Tonnen. Und dann kommen nochmal Lautsprecher und Licht dazu. Also ja, schwer. Auf alle Fälle. Und wie kann man sich den Ablauf vorstellen? Wie entsteht so eine Hand? Als erstes durch das Modell, was da am Tisch steht. Und wenn das Modell den Anforderungen oder den Wünschen des Bühnenbildners entspricht, wird es gescannt, wird in Teilen gefräst. Hier auf der Vorlage, auf der Baustelle über den Stahlbau gestülpt, das heißt an den Stahlbauverbindungen befestigt und
dann ist es leider so, dass die Vorarbeit am Computer dann nie mit der Wirklichkeit übereinstimmt und es müssen die Hand nochmal überarbeitet werden, also viele Stöße, nivelliert. Und dann kommt ein Putz drauf und Farbe. Und dann war es das schon. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie gelangt dann schlussendlich diese riesengroße Hand auf die Seebühne? Da, wo die Schlitze zu sehen sind, sind Montagestöße vorhanden. Das heißt, die Finger werden alle abgebaut, bis auf den Daumen, der bleibt dran. Und dann hat es den oberen Teil der Hand, den unteren Teil der Hand und Unterarm und Handgelenk. Und die sind dann einzeln auf LKW verladen. Zur Seebühne zu fahren, dort hebt es einen Kran, einen Mobilkran aufs Schiff. Und mit dem Schiff fährt man unter den auf der Seebühne befindlichen Kran. Und der lüpft die dann an ihren finalen Ort.